waar jij met Jacobus kapitel 12. Jacobus kapitel 12, daar lezen we: om dezelfde tijd legde de koning Herodes die hände aan etliche van de gemeente zich te peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Hier haben wir Jakobus Zebedeus, der hat den Brief an Jakobus geschrieben. Dies ist ungefähr geschrieben so 37, vielleicht 40 nach Christus. Und hier ist das, was später, so 42 nach Christus, und die wird hier umgebracht mit dem Schwert, der wird geköpft unter König Herodes, ein Edomit, ein Nachkommen von Esau, ein Götzendiener, die Astarte oder Ishtar oder die Himmelskönigin anbetet. Und damit verbunden ist das Osternfest in Vers 4 erwähnt. Das ist ein Heidenfest, ein Fruchtbarkeitsfest. Und da kommen bei uns die Eier und die Hasen, die Osterhasen her. Petrus, Jakobus und Johannes, die haben die letzte Bücher in der Heiligen Schrift geschrieben. Alle drei waren sie auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Alle drei sind sie mitgekommen in seinen Kampf in Gethsemane, ein wenig weiter. Und alle drei waren dabei bei der Heilung von Tochter von Jairus. Und nachdem Jakobus getötet worden ist, gibt da kein Ersatz, also kein Ersatz für Jakobus in den 12 Aposteln. Also man hat die 12 Aposteln des Lammes und da gehört Paulus nicht zu. Er ist der 13. Apostel und nimmt nicht Jakobus Platz ein. Er sagt auch, ich bin aus einer unzeitigen Geburt geworden. Nun in Vers 3 lesen wir, dass Petrus gefangen wurde und es waren die Tage, Mehrzahl der süße Brote. Ich habe es ein bisschen aufgeschrieben hier, lassen wir ein paar Referenzen erst lesen und dann zurückgehen zu diesen Illustrationen auf dem Tafel. Erstmal nach 2. Mose Kapitel 12. Und da sehen wir die Einstellung von das Pascha-Fest. 2. Mose Kapitel 12, Vers 15 bis Vers 18. Und das ist die Bestiftung des Osterlamms. Und wir lesen da in Vers 15 von 2. Mose 12, 7 Tage sollt ihr ungesäuert Brot essen. Nämlich am ersten Tage sollt ihr aufhören mit gesäuertem Brot in euren Häusern. Wie gesäuert Brot ist es vom ersten Tag an bis auf den 7. der Seele soll ausgerottet werden von Israel. Der erste Tag soll heilig sein, dass ihr zusammenkommt und der 7. soll auch heilig sein, dass ihr zusammenkommt. Keine Arbeit sollt ihr drinnen tun, ohne was zur Speise gehört für allerlei Seele dasselbe, allein möget ihr für euch tun. Das ist ein besonderer Tag, der erste Tag, nachdem das Pascha-Lamm geschlachtet wird. Jesus wurde geschlachtet auf der 14. von Nissan am Mittwoch und der erste Tag, die dann heilig war, war am Donnerstag. Das wurde genannt ein großes Sabbat in Johannes 19, wir sagen da, der Reise wurde ein Hochsabbat. Vers 17, und haltet ob dem ungesäuerten Brot, denn eben an denselben Tage habe ich euer Heer aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten und alle eure Nachkommen zu ewiger Weise. Am 14. Tage des ersten Monats des Abends sollt ihr ungesäuert Brot essen bis an den 21. Tage des Monats an dem Abend, dass man 7 Tage kein gesäuert Brot finde in euren Häusern. Denn wer gesäuert Brot isset, des Seele soll ausgerottet werden von der Gemeinde Israel, es sei ein Fremdling oder ein Heimischer im Lande. Und das Pascha, das wird erwähnt in Vers 21, Mose forderte alle Ältesten in Israel und sprach zu ihnen, leset aus und nehmet Schafe jedermann für ein Gesinde und schlachtet das Pascha, das ist das Pascha-Fest. Vers 27, es ist das Pascha-Opfer des Herrn. Nun, in 3. Mose, Kapitel 23, wird die Reihenfolge nochmals wiederholt. 3. Mose 23, Vers 5. Am 14. Tage des ersten Monats zwischen Abend ist des Herrn Pascha. Das Jesus war das Pascha. Damals war ein Mittwoch in diesem Jahr. Am 15. desselben Monat ist das Fest der ungesäuerten Brote des Herrn. Da sollte 7 Tage ungesäuert Brot essen.
De eerste taak zal heilig onder euch heißen, dat ihr zusammenkommt. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Und dem Herrn opfern 7 Tage. De 7. Tag zal ook heilig heißen, als ihr zusammenkommt. Da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. Dat is 2x een Sabbat. Dat heißt, in de tijd van Jesus wurde geopfert am Mittwoch. Dat war een Hochsabbat, een Sabbat eigenlijk, am Donnerstag. En 7 Tage daarna. Plus nog de normale Sabbat aan de eerste Tag der Woche. Zo is dat gedacht. En dan wordt hier in vers 4 gezegd van Apostelgeschichte 12. Da er ihn, es ist Petrus nun, griff, legte er ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Teile, das sind 16 Kriegsknechte, Soldaten, ihn zu bewahren und gedachte, ihn nach Ostern dem Volke vorzustellen. Ich will das Wort Ostern genannt. Das Pascha-Fest ist schon hinten, ist schon gewesen. Das heißt, am ersten Monat, Nissan, das ist so März, April im jüdischen Kalender, hat man den 14. Tag, das war das Pascha-Fest, das Lamm muss geschlachtet werden, jüdisches Fest. Das sagt 3. Mose 23, Vers 5. Und der 15. war dann ein heiliger Sabbat und 7 Tage danach auch der 22. Das heißt, wenn ihr das ein bisschen ausarbeitet hier, Jesus ist gekreuzigt an einem Mittwoch, der Donnerstag war rein. Das wird dann genannt, ein großer Sabbat in der Schrift, also ein Hochsabbat, besonderer Sabbat. Und auch hier, das ist das Gleiche wie diese. Das war ein Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, erster Tag der Woche. Das war ein regulärer, ein normaler Sabbat. Das ist wieder ein großer Sabbat, kann man sagen, die Woche danach. So. Nun, es steht geschrieben dann, es waren die Tage der ungesäuerten Broten. Das war hier. Das waren die, so von hier, die ungesäuerte oder süße Brote. Und dann, in dieser Zeit, wurde das Ostenfest gefeiert. Das Ostenfest ist also ein heidnisches Fest, das ist genannt nach Astarte oder Ishtar von Osten. Und das ist ein Fruchtbarkeitsfest, was kennen wir mit Eier und Osterhase und so weiter. Das hat nichts zu tun mit dem jüdischen Pascha-Fest. Und das wurde dann gefeiert nach das Pascha-Fest. Erst kommt das Pascha und dann kommen die Tage von ungesäuerten Broten und dann ist das Ostenfest da. Het is een unterschiedlich Fest. Het is een Fruchtbarkeit, dat had te tun met het Lamm Gottes, Hinweis zu den Herrn Jesus Christus, die geschlachtet wurde. En de grond waarom we dat zo sagen, is dat die neue Übersetzungen oft dat anders übersetzen. Dan maken ze hiervan, het Griechische Wort is Pascha, maken ze een Pascha van. Maar dat geht niet, weil dat zonder bedeutet, dat Petrus een jaar lang festgehalten werden sollte. Nein. Wurde sehr kurz nach diesem Ostenfest, das war in diesen Tagen von ungesäuerten Broten, 7 Tage nach dem Pascha, und danach, hier wurde Jakobus getötet, und kurz danach sollte dann Petrus auch getötet werden. Das ist kein Fehler. Und das Wort Osten, das kommt aus Luther so übersetzt, korrekt, wurde von Tyndale übernommen, ist auch in der King James Bible, das Wort Easter. Und das Easter hat nichts zu tun mit das Pascha-Fest, Hinweis zu das Lamm, was geschlachtet wurde, wenn das Volk ausgezogen ist in Ägypten, Hinweis zu der Tod Jesu Christi. Und das Osterfest war ein bekanntes Fest für Herodes, er war ein Edomit und er hat diesen Heidenfeste immer gehalten. Man sieht das unter anderem im Buch Richter, Kapitel 2, Vers 13, dann sehen wir da, dass da Astarte angebetet wird, ein Götze, heute heißt sie Maria in Rom oder Kali in India oder ich glaube, sie heißt Aphrodite in der Griechischen, ich glaube, das ist Minerva in der römischen Götter. Richter 2,13, denn sie verließen je und je den Herrn und dienten Baal und Ashtaroth. Das sind zwei wichtige Personen, Baal und die Ashtaroth. De Ashtaroth, die Himmelskönigin, verbonden met de aanbidding der Sonne, de Baal, de Götze, de Mondgott. Die sind, Sonne und Mond werden da angebildet als
Ashtaroth und Baal. Und das erklärt einiges. Hè? Wir wissen, der Mondgott ist, sein eigener Name ist Zin. Und wir wissen, dass er auch Blut fordert, aber das Blut von Leuten, die damit die Sünde von denjenigen, die dann die Leute opfern, aussöhnen können. Das ist die Idee von een Jihad. Man muss das Blut von anderen vergießen lassen, verwissen, entschuldigen, um seine eigenen Sünden zu vergeben. Mormonen glauben das auch. Wenn ein Mormon zum Glauben kommt in Jesus Christus, und ich kenne ein paar, die haben sich dann bekehrt, und eine Frau wurde umgebracht von ihrer eigenen Familie, weil die haben dann geglaubt, dass ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, und die haben dann das pervertiert und gesagt, wenn wir einen Abfällige umbringen, dann können wir damit unsere Sünden tilgen. Das glauben sie. Das ist das Prinzip von Heidengötzendienst. Ja, dann mal von den Kreuzzügen, von Dschihad, ist das gleiche Prinzip. Das hat verbunden mit Baal und Ashtaroth, die Sonne und Mond, Anbetung. Der König von Shinar, als König von Babylon, kommt auch nach Edom. In 1. Mose Kapitel 14, kommen wir danach mal. Das ist ein wichtiges Prinzip da. 1. Mose 14, Vers 1 und Vers 2. Es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sinjar, das ist in Irak, wo der Turm Babel aufgebaut wurde, Arioch, des Königs von Elassar, Kedorlaomer, des Königs von Elam und Tidial, des Königs der Heiden, dass sie kriegten mit Bera, dem König von Sodom, mit Birsa, dem König von Gomorra, mit Sinjab, dem König von Adama, mit Semebe, dem König von Zeboim und mit dem König von Bela, der heißt Zoar. Und die kommen zusammen im Tassinim, der nur das Salzmeer ist. Das ist das Salzmeer, was heute tiefste Punkt der Erde ist. Und da wird gekämmt, das ist dann an Nord-Südostseite Edom. Und sie haben die Religion von Sinjar, von Edom, übernommen, verbunden mit den gefallenen Kindern Gottes und den Mond- und Sonnenanbetung. Und hier wird so das Wort also Osten übersetzt, das ist korrekt von Luther übersetzt, nicht Pascha. Das griechische Wort ist Pascha, aber so mit Osten übersetzt werden. Zurück zu unserem Text in 1. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Er betet nicht zu Maria, die Gemeinde betet Maria überhaupt nicht an, sie kommen zusammen, um zu Gott zu beten. Warum? Dass Petrus nicht nochmals Jesus verleugnen sollte, wie er das mal gemacht hat, da kurz vor der Kreuzigung. Dafür wird gebetet. Und du siehst, dass das auch stimmt, weil am Moment, dass schlussendlich Petrus erscheint, glauben sie ihm nicht. Ja, da kommt das Mädchen da in Vers 12 von Apostelgeschichte 12. Als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, die mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Als er bei Petrus an die Tür klopfte des Tores, trat er vor eine Magd zu horchen mit Name Rode. Als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, lief aber hinein und verkündigte es ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Na, was sagen sie dann? Und wenn sie gebetet hätte, dass sie erlöst wurde aus dem Gefängnis, dann sollen sie niemals so in Vers 15 reagiert haben. Sie aber sprachen zu ihr, du bist unsinnig. Sie aber bestand darauf, es wäre auch so. Und sie sprachen, es ist ein Engel. Und Petrus steht einfach klopfen draußen. Und die sind da am diskutieren miteinander. Petrus aber klopfte weiter an. Da sie aber auftraten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Mit anderen Worten, sie haben nicht gebetet, dass Petrus erlöst werden sollte, anders haben sie gesagt, na, wir haben ein Gebet zur Hörung. Nein, sie haben gesagt, Petrus, dass er einfach würdig stirbt und Jesus nicht nochmals verleugnet. Das war ihr Gebet. Und er hat auch ganz ruhig geschlafen zwischen 16 Soldaten. Vers 6. Und da ihn Herodes wollte vorstellen, in derselbigen Nacht schlief Petrus zwischen 10 Kriegsnächte, gebunden mit Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn, die Erscheinung des Herrn, kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach und schlug Petrus an die Seite und weckte ihn auf und sprach, stehe behende auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und was du hier hast, ist eigentlich eine Beschreibung von wie ein Sünder erlöst wird aus dem Gefängnis, gebunden mit der Kette der Sünde. Und der Engel sprach zu ihm, güte dich und tu deine Schuhe an. Und er tat also, und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschehe durch den Engel, sondern es deuchte ihn, es sehe ein Gesicht.
Ze gingen aber durch die erste und andere Hut und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führte. Die tat sich ihnen von selber auf und traten hinaus und gingen in eine Gasse lang und alsbald schied der Engel von ihm. Der Engel des Herrn, die Erscheinung des Herrn. Und die wird einige Male erwähnt in der Schrift. Unter anderem sehen wir ihn nochmals kommen und dann sehen wir, wie er eigentlich ist. Er offenbart sich dann eine ähnliche Situation, wenn der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 27 ein Schriftbruch erlitt, na sterben muss und dann bekommt auch er ein Gesicht von der Engel Gottes. Und dort wird offenbart, wer ist diesen Engel Gottes? Apostelgeschichte 27, Vers 23, denn dieser Engel ist bei mir gestanden, der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene. Paulus war Eigentum des Herrn Jesus Christus und hat ihm gedient. Also Engel ist nicht nur ein Botschafter, es ist auch eine Erscheinung von Gott. Und die kommt dann, Jesus kommt dann ihm persönlich befreien. Das ist eine außerordentliche Situation. Und Petrus hat hier gelernt, all seine Anliegen auf ihn zu legen. Und die Friede Gottes, die höher ist als alle Vernunft, die hat seine Gedanken und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Darum konnte er einfach als ein Baby schlafen. Das kann man nicht tun, wenn eine Person den Herrn Jesus nicht kennt. Und all diese Soldaten, ja, die wurden dann später nochmals umgebracht. Von Herodes. Ich glaube, das wird noch ein bisschen später erwähnt in Vers 19. Herodes aber darin forderte und nicht fand, diese die Hütte rechtfertigen, also umbringen. Und hieß sie wegführen und zog von Judäa ab in Caesarea und hielt da sein Wesen. Das gleiche Prinzip sehen wir in Apostelgeschichte 6, wenn diesen Kerkermeister nach dem Erdbeben sich umbringen möchte, weil er denkt, ja, wenn die alle weg sind, dann muss ich mein Leben für die Leute geben. Und das gleiche sehen wir in Apostelgeschichte 27, wenn da die Gefangenen wegschwimmen, dann sagt der Soldat, ja, bevor die Leute ins Wasser gehen, dass sie alle umbringen, weil dann werden wir mindestens selber nicht getötet. Wenn nur eine Gefangene entgeht, dann muss der Hauptmann dafür Borg stehen, bürgen. Nun, hier in Vers 12 lesen wir noch etwas, dann sind wir bei Vers 12, wir sind bei Vers 11, da Petrus zu sich selber kam, sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich rettet aus der Hand des Herodes und vor allem Warten des jüdischen Volkes. Es sind zwei Dinge. Herodes war ein Edomit, der hat Jesus gehasst. Aber auch das jüdische Volk, die Juden, die haben auch Jesus gehasst und Aposteln gehasst. Sie haben unter anderem Stephanus da umgebracht und gestanden in Apostelgeschichte 7. Und es ist noch immer den gleichen Hass, die orthodoxen Juden haben gegenüber Jesus und bibeltreue Christen. Lassen wir das niemals vergessen. Aber wir sollen sie lieben und für sie beten. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, die mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Hier wird Maria erwähnt. Man hat verschiedene Marias in der Bibel. Du hast Maria, die Mutter von Johannes Markus, wie hier erwähnt ist. Das ist Maria Magdalena. Aus ihr sind sieben Teufel getrieben und sie war diejenige, die auch die Füße Jesus dann mit ihren Tränen getrocknet hat und gewaschen hat. Das ist Maria, die Mutter des Herrn Jesus Christus. Das ist Maria, die Ehefrau von Kleopas. Und Maria, die Mutter von Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus. Also das ist eine Menge Marias da. Ich kann ein bisschen in die Ehre führen. Und hier in Vers 12 sind sie zu Hause bei Maria, der Mutter von Johannes, mit Zunamen Markus. Das heißt, er hat einen zweiten Namen. Das sieht man nur im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es meistens so und so ist Sohn von so und so. Das kennen wir im Alten Testament, das ist noch bei uns auch. Die Iren und die Schotten haben das Wort Conan McGregor, Sohn von Gregor, Sohn von Donald. Niederländer sagen das Wort, er ist van. Van der Vaart. De Duitsers hebben von Ludwig von Beethoven. Die Franseers in Spanje hebben gelijk als de. Er is zo en zo, de zo en zo en zo. Dat is de naam de von zo en van zo en zo. En hier is dat eigenlijk een doppelte naam. En die doppelte namen die werden oft ook in de schrift erwähnt. Saul wird Paulus, Simon wird Petrus, Johannes wird Markus,
einfach einen Nebennamen. Und ich kenne das auch, ein Brodica. Das sind allerlei besondere, originale Namen. Weil dann denkst du, ja, wenn du sagst Ricardo oder so, dann sind er zoveel Ricardo's oder Draghi's. Aber wenn er dann die Spitznamen dabei hat, dann weiß jeder genau, ja, das ist so und so. Naja, das ist eine Sache, die auch hier dann erwähnt wird. Vers 13, als aber Petrus an die Tür klopfte des Tores, trat er vor einem Magd zu euch mit Namen Rode. Naja, die ist dann erstaunt und die bleibt warten und so weiter. Und die denken dann in von Vers 15, es ist sein Engel. Das ist keine fremde Gedanke. Ein Engel ist eine Erscheinung wie ein Geist. Kommt nach Job Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und dann sehen wir da, maar das haben sie natürlich die Bibel ein bisschen gekannt, die Leute, wie das schon erwähnt wird im Alten Testament. Job Kapitel 4, Vers 13. Da ich Gesichter betrachtete in der Nacht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken. Und da der Geist vor mir überging, stunden mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stund ein Bild vor meinen Augen und ich kannte seine Gestalt nicht. Es war stille und ich hörte eine Stimme. Wie mag ein Mensch gerechter sein denn Gott? Oder ein Mann reiner sein, den der ihn gemacht hat. Siehe, unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel und in seinen Booten findet er Torheit. Wie viel mehr in den Leimen Häusern wohnen und welche auf Erden gegründet sind, wer werde von den Würmern gefressen werden. Also hier haben wir einen Geist, der vor ihm steht in der Nacht. Eine Erscheinung. In Hebräer Kapitel 1 lesen wir, dass die Engel dienende Geister sind und auch Leute erscheinen können, wie wir das bei Cornelius gesehen haben. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Sind nicht allzumal, sind sie, das ist die Engel, Vers 13, allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst über deren Willen, die ererben sollen die Seligkeit. Dienstbare Geister können eigentlich in einem Traum erscheinen. Ich muss aber so ein bisschen aufpassen, ob es ein Engel des Herrn ist oder ein Engel des Lichts ist. Also ein Dämon ist, ja, das kann auch sein. In Vers 17 lesen wir, er bewinkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr, er sagte Herr, das ist Engel des Herrn, hätte aus dem Gefängnis geführt, der Herr Jesus Christus, und sprach, verkündige dies Jakobus, das ist nicht die gerade gestorben ist, das ist der Bruder, Halbbruder Jesu Christi, und den Brüdern, und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Der Halbbruder Jesu war einer der Pfostenpilaren in der Gemeinde in Jerusalem. Das aber Tag ward, war nicht eine kleine Bekümmernis unter den Kriegsknechten, wie es doch mit Petrus gegangen wäre. 16 Mann müssen ihn bewahren und er ist weg. Durch die Türe verschwunden, also natürlich ein Riesenproblem. Und die Leute, die sind dann nach der Schrift alle umgebracht worden. Durch Herodes. Vers 19, Vers 20. Denn er gedachte, wieder die von Tyrus und Sidon zu kriegen. Sie aber kamen einmütiglich zu ihm und überredeten des Königs Kämmerer Blastus und baten um Frieden darum, dass ihr Lande sich nähren mussten von des Königs Land. Das heißt, Israel war ein sehr fruchtbares Land und Tyrus und Sidon, das heutige Libanon-Gebiet, Süden Libanons, das wurde genährt mit Speise von Israel. Und das zeigt schon, dass damals das ein Segen Gottes für dieses Land war. Heute ist es ein relativ, ja gut, seit 48 hat das regiert und Juden haben das sehr schön gemacht, aber eigentlich ein relativ trockenes Land. Viel Wüste auch, und es ist eine Folge von des Gericht Gottes über ein Land. Man sieht es auch mit Nordafrika, war früher ein sehr reiches Gebiet. Ich glaube, Numidie war damals, wie die Ukraine, wo die Ernte von Weizen lager vom Römischen Reich, und heute ist alles Wüste geworden. Also Gott kann ein Land richten, wie Sodom und Gomorra, das war wie die Garten Edens, und da kam Feuer von Himmel wegen der Sünde von den Leuten da. Das hat oft zu tun mit Antisemitismus, die gegen Gottes Wort stellen, und Sexperversion. Das sind drei sehr wichtige Dinge. Vers 21. Aber auf einem bestimmten Tag tat Herodes das königliche Kleid an, setzte sich auf dem Richterstuhl und tat eine Rede zu ihnen. Das Volk aber rief zu, das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen.
Het Lennische woord is vox, V-O-X, vox. Pas op voor die woord met een X. Ik denk ook dat deze stemme des Antichrist via deze moderne medien verzoekt die leute dan in de nahe toekomst te vervuren. En als bald schlug in der Engel des Herrn, dat is de gleiche Engel des Herrn, die in vers 7 Petrus angestoßen hat und ihm aus dem Gefängnis geholt hat. Der Engel des Herrn, die kann eine Person retten praktisch durch die Gebete der Leute, aber kann auch eine Person, eine gottlose Person, schlagen. Und das war nicht ein schöner Tod, darum, dass er die Ehre nicht Gott gab und ward gefressen von den Würmern und gab den Geist auf. Das war ein Gericht von Jesus Christus zu diesem gottlosen König Herodes, die damals schon Jakobus mit dem Schwert umgebracht hat. Nou, dat is een zaken die we ook zien in 1 Korinther, kapitel 3, als warnung voor diegenen die Christen actief ermorden en ausrotten. 1 Korinther 3, vers 16 en vers 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, es gibt kein Tempel mehr, wo nur der Felsendom ist, braucht nicht mehr, weil nun ist der Tempel, wo der Heilige Geist wohnt, dein Körper, das Körper von jedem von neuen geborenen Christ. Zo iemand den tempel Gottes verderbt, den, also die dat doet, wird Gott verderben. De tempel Gottes is heilig, der seid ihr. Dat is een wichtige Sache zu wissen. Du sollst deswegen als man deine Frau mit Weisheit behandeln. Wenn das nicht tut, wird er deine Gebete nicht gehört. 1. Petrus 3, vers 7. Und hier wird diesen Mann, diesen Herodes, getötet von der Engel des Herrn, von Jesus Christus selber, weil er hat in Anfang von Apostelgeschichte 12 Jakobus umgebracht. Hier wird auch erwähnt, dass er die Ehre nicht Gott gab. Und das ist der Anfang von aller Abfall in der Schrift. Wenn eine Person undankbar wird, dann tritt immer Abfall ein. In Römer Kapitel 1 hat man Vers 18 bis 32 eine Beschreibung von Stufe von Degeneration von einem Volk, von einem Land. Und es fängt an in Vers 21 mit, weil sie, die Heiden, wussten, dass ein Gott ist, haben ihn nicht gepreist als einen Gott noch gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das Herz wird verfinstert, das Dichten denke ich, ist eitel, weil sie verweigern, Gott zu danken. Dankbar ist so wichtig, darum ist gut, Lieder zu singen, Gott zu danken, zu loben, zu preisen. Aber du denkst du vielleicht, ja, ich habe nicht viel zu danken, dank ihm doch. Lerne dankbar zu bleiben, zähle deine Segnungen. Und vor allem hilft das, wenn du auf die Straße geht, mit Leuten, die einmal kaputt sind von der Sünde, oder du kriegst in andere Gebiete an, und denkst nach einiger Zeit, ich sollte mal dankbar sein. Für was? Na, für deine Frau, für deine Rettung erstens, für deine Kinder, für deine Gesundheit, für den Ort, wo du wohnen kannst und so. Es ist so viel, dankbar für zu sein. Und wir sind saure Typen, die immer schauen auf das, was wir nicht haben. Weil so und so hat das, wieso habe ich das denn nicht, Gott? Das ist eine undankbare Haltung von unserem sündhaften Herz. Und Christen können das ab und zu auch die Neigung dazu haben. Da muss man ein bisschen für aufpassen. Am Moment, dass das passiert, dann lesen wir in Vers 24, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Das heißt, da wird gebetet, Gott nimmt die Feinde aus dem Weg und dann kann das Wort Gottes wachsen und sich mehren. Barnabas aber und Saulus kamen wieder gegen Jerusalem und überantworteten die Handreichung und nahmen sich mit Johannes mit dem Zunamen Markus. Das ist der zweite Besuch von Paulus an Jerusalem rund um 45, 46 nach Christus. Ich will noch etwas sagen über wie Petrus hier weggenommen wird aus dem Gefängnis, weil das ist eigentlich, und diejenigen, die Bibelschule machen, können das mal ein paar Notizen machen, eine ideale Art und Weise, um eine Struktur von 6, 7, 8 Punkten zu haben, über wie eine Person errettet wird. Erstens sehen wir in Vers 4, wir haben eine Sünde, die ist verurteilt zum Tode. Er wird dann mit 16 Kriegsknechten umringt und muss ins Gefängnis. Und er sollte dann getötet werden, eigentlich geopfert werden. Jede Sünder verdient den Tod. Lohn der Sünde ist der Tod. Dann lesen wir in Vers 5,
Petrus is daar, 5, vers 6, vers 7, is een gevangene van feind, van Herodes, een beeld des teufels, is een slave der Sünde, dat zijn alle mensen. En Leute beten voor Sünder. Maar ook heute wird gebetet voor Leute, die Jesus niet kennen. En die Sünde is niet bekend met zijn toestand. Maar wat doet Petrus? Er schläft. En er zijn een menge Sünder, die schlafen, en ik denk, alles is oké. En het kan zijn dat ze morgen sterven. Ja, ik ben niet, ik heb geen angst voor den Tod, sagen manche, die dan sterven. Ja, maar die weten niet dat er een Hölle is. Dat heißt, ze moeten bewust gemacht werden van ihren Zustand. En dan erscheint Jesus als Engel des Herrn an diese Sünder. En op het moment dat er erscheint, dan scheint een Licht in dem gemacht, vers 7, weil Jesus is das Licht der Welt. Jesus komt rein durch Predigt, durch Bekannte, die zum Glauben gekommen sind. En ja, dan siehst du eigenlijk de Sündhaftigkeit, wenn du das Licht mal siehst. En dan steht ihr Behende auf, das heißt, ihr wird von Neuem geboren. Und im Moment, dass du dann aufsteht, Vers 7, fallen die Kette von seinen Händen. Du kannst endlich frei sein und du musst nicht mehr sündigen, du kannst frei von der Sünde wandeln. Und dann musst du an Christus antun und dann sagt der Engel des Herrn, güte dich, tu deine Schuhe an, die Schuhe vom Evangelium predigt und wirf einen Mantel dich. Ja, du hast eine neue Gerechtigkeit, die alte Gerechtigkeit, das alte unfertige Kleid hast du abgelegt von Sünde und dann hast du Gottes Gerechtigkeit angezogen in Jesus Christus. Und dann sollst du den ganzen Waffenrüstung Gottes anziehen und dann Jesus nachfolgen. Und Jesus geht voraus und Petrus folgt ihm dann. Und wo gehen sie als Erste hin? Zu einer Gebetsstunde. Das Interesse bekommen an einer Gebetsstunde. Und zusammen sind rund um Gottes Wort. Früher hast du niemals Interesse an einer Gebetsstunde. Nun schon. Und dann kommt da eine Versicherung, dass du zu Gott gehört. Nun weiß ich wahrhaftig, dass der seinen Engel gesandt hat. Wahrhaftig weißt du, du bist ein Kind Gottes geworden. Eigentlich hast du Worte von Wahrheit gefunden, hast Wahrheit gefunden, Wahrheit hat dich gefunden. Und das sind eigentlich von Vers 7, Vers 11, so 7, 8 Verse, die du nützen kannst, um das zu nützen, um das zu vergeistlichen in einer Evangelisationspredigt. Und heute, auch die Jugend, ist wirklich ziemlich gefesselt in die Ketten der Sünde. Das ist an sich schon ein Thema, um über zu predigen. Das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Kapitel. Und dann kommt in Kapitel 13, dass da die Barnabas, Saulus und Johannes Markus sind in Antiochien. Und da ist eine der ersten Heidengemeinde, die Missionsgemeinde, die eine Absicht hat, das Evangelium weiterzugeben, eine Gemeinde zu gründen und die Heilige Schrift zu multiplizieren, nicht zu ändern. Antiochien war die dritte Stadt im Römischen Reich. Erste war Rom, da hat man zugefügt, die apokryphe Bücher. Zweite war Alexandria, Ägypten, hat man abgetan, 2000 Worte aus dem Neuen Testament weggeschnitten. Aber Antiochien hat man nicht zugefügt, nicht abgetan. Einmal das Wort bewahren, verbreiten, übersetzen. Und unsere Bibel, das heißt das Neue Testament, das ist die antiochianische, byzantinische Text, kommt aus Antiochien, wo die Jünger erstens Christen genannt sind. Die moderne Bibel, von der deutschen Universität, die immer unterstützt werden, von der deutschen Bibelgesellschaft, die kommen aus Alexandrien und aus Rom. Die haben in den Manuskripten 2000 Worte weggelassen und zugefügt die apokryphe Bücher, alte und neue Testament, alte Testamentliche Bücher. Das heißt, das ist eine katholische, römische oder alexandrinische Bibel. Wir haben antiochianische Bibel und von den mehr als 5800 Manuskripten ist 99% antiochianisch. Unterstützt den Text von dieser Heiligen Schrift. Es ist sehr wichtig, dass ihr das niemals vergisst. Und unsere Aufgabe ist genau wie die Gemeinde Antiochien, das Wort bewahren, sie im Gehen bringen, Leute ausbilden, die dann anfangen, Gemeinden zu gründen. Ist nichts Schweres daran. Aber was tut der Mensch? Tut alles, um nicht zu tun, was Gott fragt und immer auf eigene Art und Weise die Dinge ändern, kaputt machen. Und dann zieht Gott sein segnende Hand und schützende Hand von einer Gemeinde zurück. Vater, wir danken nochmals, dass wir dein Wort haben. Wir danken, dass wir ein Beispiel haben, wie du damals Petrus aus dem Gefängnis erlöst hast. Wir beten auch für unsere Geschwister.
überall in der Welt, die in Gefängnissen sind, die gemartert werden, die gefoltert werden, die leiden, einfach weil sie Christ sind, bitte schütze sie, gib sie Gnade und Kraft und Freude, um auf dich zu warten und dass du bald kommst, um auch uns heimzuholen. Wir beten, dass du uns Gnade schenkst, um auch wie die Gemeinde Antiochien das Wort zu vermehren, Gemeinde zu gründen und Leute auszubilden, die ja, dein Wort weitergeben und Leute eine Chance geben, an bibeltreue Gemeinde zu bekommen, zu besuchen, dass sie deren allerheiligsten Glauben aufgebaut werden. Das beten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.